Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Motor TV. Dynamisches Design, geräumig und zuverlässig. So präsentiert sich der Minivan iX20 von Hyundai. Jetzt gibt es ihn auch als Sondermodellreihe Go mit noch mehr Zusatzausstattung. Er ist Hyundais Antwort an jene Käufer, die etwas mehr Familie und daher etwas mehr an Gepäck haben. Der Hyundai iX20 bietet die Vorteile einer Großraumlimousine, aber das bei kompakten Maßen. Das Design ist gelungen, er sieht modern aus und zeigt sich gut verarbeitet. Im Innenraum findet man ein aufgeräumtes und funktionell gestaltetes Cockpit vor. Sowohl vorne als auch hinten, auch dank verschiebbarer Rücksitzbank, bietet er großzügige Platzverhältnisse, was nicht zuletzt seinem langen Radstand von 2,62 Metern zu verdanken ist. Ebenso kann der iX20 mit seinem Kofferraum punkten, wie zum Beispiel durch einen verstellbaren Kofferraumboden. Mit dem Zusatz Go hat Hyundai für verschiedene Fahrzeuge bereits Sondermodelle geschaffen, die sich durch eine Vielzahl an Ausstattungsdetails bei günstigem Preis auszeichnen. Nun kommt auch der Minivan iX20 in diesen Genuss. Der Hyundai iX20 Go wird mit drei verschiedenen Motorisierungen angeboten. Zur Wahl stehen zwei Benziner oder eine Dieselvariante. Die beiden Benzinmotoren sind die beliebten 1,4 Liter mit 90 PS und der 1,6 Liter mit 125 PS inklusive Automatikgetriebe. Beim Dieselmotor kommt der effiziente 1,4 Liter mit 90 PS zum Einsatz. Diesen haben wir auch bei unseren Testfahrten zur Verfügung. Der drehmomentstarke Dieselmotor sorgt für akzeptable Fahrleistungen und dank einer Schaltpunktanzeige für noch effizienteres Fahren. Das Modell Hyundai iX20 Go baut auf der Ausstattungsvariante Komfort auf, welche schon mit attraktiven Features wie Klimaautomatik, Einparkhilfe hinten, Sitzheizung vorne, Privacy-Glas, Bluetooth-Einrichtung mit Spracherkennung und viel mehr ausgestattet ist und wird jetzt noch zusätzlich mit 16 Zoll Leichtmetallfäden und einem Design-Kühlergrill aufgewertet. Selbstverständlich haben alle Go-Sondermodelle ein sehr hohes Niveau an aktiver und passiver Sicherheit aufzuweisen, inklusive 5 Sterne Euro NCAP Crash-Test-Bewertung und sind auch mit der Hyundai bekannten 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbeschränkung ausgestattet. Das beste Argument beim Sondermodell zuzuschlagen ist aber der Preisvorteil. Der iX20 Go ist ab 16.190 Euro mit einem Preisvorteil von 2.100 Euro ab sofort erhältlich. Alle Autos, alle Infos, ein Heft. Alles Auto. Jeden Monat neu. Und wir kommen jetzt zu weiteren Neuigkeiten vom Automarkt. Beim Wort Porsche fällt einem autobegeisterten Menschen sofort das Bild vom Sportwagen dazu ein. Dieses Bild wird sich aber wohl in nächster Zeit ändern. Begonnen mit dem Cayenne ist der neue Macan die logische Fortführung. Die Wachstumsmärkte des Ostens und Südens verlangen immer mehr nach Fahrzeugen ähnlichen Zuschnitts, während der Sportwagen an sich immer weiter in eine Nische abrückt. Tatsächlich ist der Macan trotzdem ein Sportwagen im Porsche-Sinn, bei den Bremsen beginnend, die reichlich dimensioniert sind. Der Antrieb liefert exzellente Leistung, das Fahrwerk zeigt sich straff genug für die scharfe Kurve. Die Höhe der Sitzposition wird kaum als dynamisches Handicap wahrgenommen, die Bewegungen der Karosserie halten sich sehr in Grenzen. Den größten Spielraum zwischen Dynamik und Geländetauglichkeit bietet die optionale Luftfederung. Damit lässt sich die ganze Karosserie auf Roads noch 40 mm in die Höhe hieven. Das unbestrittene Kernstück ist der Allradantrieb dank seinem System mit geregelter Lamellenkupplung. Dadurch kann die Kraft noch schneller und gezielter an die Reibungsverhältnisse der vier Räder angepasst werden. Hier sind auch 100% rein auf die Vorderräder möglich. Vom Grundcharakter gibt er sich aber eindeutig als Hecktriebler aus. Herausragende Dynamik bietet der Dieselmotor inklusive 285 PS, der extrem leise in jeder Fahrsituation ist.
Die beiden Benzin V6 entwickeln einen feinen, nicht allzu aufdringlichen Sound. Der Turbo Macan hat 400 PS unter seiner deutschen Haube und besitzt zwei Turbolader. In Österreich ist der Porsche Macan ab sofort in allen Porsche-Zentren erhältlich. In Genf präsentiert VW eine Alltagsstudie des Familientransporters Multivan, die allerdings weniger auf robuste Außenoptik, sondern auf ein luxuriöses Inneres setzt. Nur ein paar Plastikplanken unterscheiden den Alltag äußerlich von seinen normalen Brüdern. Im Interieur fällt sofort auf, dass es sich um etwas Besonderes handelt. Vor allem die Holzanlagen stechen ins Auge. Im Alltag steckt auch ein bisschen Wohnmobil. So installierte VW eine Küchenzeile samt Gasherd, Waschbecken und Frischwassertank. Sollte die Ausrüstung gerade nicht benötigt werden, lässt sie sich kurzerhand entfernen und in der Garage abstellen. Kommode Einzelsitze garantieren luftige Platzverhältnisse und damit komfortablen Reisekomfort. Der Histocup Austria geht in seine 17. Saison und zählt mittlerweile zu der erfolgreichsten historischen Rennserie in Europa. Begonnen wird im April mit dem Saisonstart am Red Bull Ring in der Steiermark mit über 300 aktiven Teilnehmern. Damit ist der Histocup viermal in Österreich zu sehen. Dazu kommen noch 4 Rennwochenenden in Ungarn, Tschechien, Slowakei und in Deutschland. Was die Veranstalter besonders freut, ist die steigende Teilnehmerzahl. Wir haben heuer 37 Neuanmeldungen. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man eh schon 300 Fahrer hat, dass man dann wirklich dann noch 37 neue dazu bekommt. Das ist wunderbar, freut uns sehr. Eine neue Serie ist dabei, das Tourenwagen Open mit moderneren Fahrzeugen. Ansonsten ist eigentlich alles beim Alten. Wir werden Bewährtes auf die Rennstrecke bringen. Wir kommen nun zum zweiten Lauf der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft in der Südsteiermark, der Rebenland-Rallye. Mit dabei natürlich der 11-fache Staatsmeister Raimund Baumschlager und der hat sich diesmal in Südafrika auf das Rennen vorbereitet. Rekordmeister Raimund Baumschlager ist auf dem besten Weg, seinen 12. Rallye-Staatsmeistertitel zu erreichen. Gleich vorweg, der Sieg bei dieser Rallye bringt ihm dabei einen Schritt weiter, er muss jedoch lange darum kämpfen. Nach der ersten Sonderprüfung führt Hermann Neubauer zeitgleich mit Gerwald Grössing. Neubauer fällt danach mit einem technischen Defekt an seinem Ford Fiesta aus. Dann ist bis zum Ende der Freitagsetappe dieser Fahrer stets knapp in Führung. Gerwald Grössing, der sich für diese Rallye einen Ford Fiesta R5 angemietet hat. Auf Platz 3 Manuel Kössler aus Deutschland. Er hat von Walter Mayer den Subaru Impreza R4 gekauft und kommt mit diesem Auto blendend zurecht. Nicht ganz nach Wunsch klappt es für Mario Seibel bei seinem zweiten Antreten in der österreichischen Meisterschaft mit seinem Skoda Fabia S2000. Er ist zwar Vierter, der Abstand zur Spitze ist aber schon groß. Knapp hinter Seibel sein Teamkollege Chris Brugger, der 18-jährige Salzburger aus Hallein, hatte auf Seibel nur 4 Sekunden Rückstand. Rückstand hat auch Walter Mayer. Der Gieshübler setzt hier zum ersten Mal einen Peugeot 207 S2000 ein und hat sichtlich noch Umstellungs- und Abstimmungsprobleme auf und mit dem ungewohnten Auto. Am Samstagvormittag scheidet schon in der ersten Sonderprüfung Michael Böhm, der bis dahin Führende bei den zweiradgetriebenen Autos, aus. Gerwald Grössing baut seine Führung im Zehntelsekundenbereich aus. Der Zweikampf zwischen ihm und Raimund Baumschlager ist unglaublich spannend. Beide fahren auf höchstem Niveau. Dann ist Grössing plötzlich nur noch Fünfter. Reifendefekt. Es ist keine Beschädigung, weder auf der Felge, man sieht auch auf der Flanke nichts. Es ist einfach die Luft raus. Und da war natürlich klar, wir müssen wechseln. Es war zu Beginn des Rundkurses und haben wahnsinnig viel Zeit verloren. Nach diesem Rückfall knallt Grössing noch seine 9. Bestzeit bei dieser Rallye in den Asphalt. Dann rutscht er von der Strecke. Er und Beifahrer Sigi Schwarz kommen mit Prellungen davon. Das Talent aus Österreich, Chris Brugger, ist am Samstagnachmittag mit seinem Skoda Fabia S2000 hinter Raimund Baumschlager Zweiter, ist auf der 11. Sonderprüfung sogar Schnellster. Dann rutscht auch er von der Strecke und muss aufgeben. Die stärksten Gegner sind ausgefallen. Raimund Baumschlager fährt die Rallye routiniert zu Ende, holt sich noch 3 Zusatzpunkte für die schnellste Zeit auf der Powerstage und gewinnt die Rebenland-Rallye zum 3. Mal in Serie. Ja, leider haben wir da halt dann zweimal, ich weiß nicht, was jetzt genau war. Einmal hat er einen Platten gehabt und dann beim zweiten Mal halt, ist er abgeflogen. Ich habe gehört, dass einer Gott sei Dank nichts passiert ist. Also da bin ich mal drüber froh. Klar, freut mich der Sieg, freuen mich die Punkte. Aber es wäre halt schöner gewesen, wenn er nur zum Schluss dabei gewesen wäre.
Manuel Kössler fährt im Rebenland eine eindrucksvolle Rallye. Die fast fehlerfreie Fahrt des Deutschen wird mit Gesamtrang 2 belohnt. Rang 3 geht an Mario Seibel, der mit diesem Platz noch kurz vor Schluss gar nicht mehr gerechnet hat und im Ziel nicht wirklich zufrieden ist. Die Rallye ist zu uns zurückgekommen. Wir sind auf der Straße geblieben, haben allerdings das Auto nicht so bewegen können, wie ich es mir vorgenommen habe. Da ist noch viel Luft nach oben und da müssen wir jetzt bis zur Lavantal-Rallye schauen, dass wir uns verbessern können. Schnellster Österreicher in der Klasse der zweiradgetriebenen Autos im Ziel ist Andreas Kainer mit einem Opel Corsa OPC. Er bestreitet hier seine 5. Rallye. Neuerungen gibt es auch bei den historischen Fahrzeugen. Chris Rosenberger und Willi Rabel sind auf 911er Porsches umgestiegen. Rosenberger gewinnt diese Division ganz überlegen, wird Gesamtelfter. Willi Rabel hat einige Umstellungsprobleme, wird aber dennoch zweitbester Österreicher in dieser Division. Und weiter geht es bei der Lammertstal-Rallye in Kärnten. Die heutige Ausgabe von Motor TV ist damit zu Ende. Beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich wieder. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.